heute, diese Geschichte ist so unglaublich. Die 100.000 Euro sind nicht angekommen. Ich habe ja den, Sie haben ja den Beweis bestellt, ich habe den Beweis geliefert. Wo ist das Geld? Das ist David Badens. David ist Arzt, lebt und arbeitet derzeit in Schweden. Nachdem er seine Familie in Deutschland besucht hat, treffe ich ihn am Frankfurter Flughafen, bevor er nach Schweden zurückfliegt. Denn er hat eine echt skurrile Geschichte erlebt. Wegen dieser Geschichte ist David auch noch Jahre später immer noch mit Personenschutz unterwegs. Aber eins nach dem anderen. Vor einigen Jahren war David noch im Medizinstudium, als er sich mit einem Biologen anlegte, der behauptete, es gäbe keine Masernviren. Und es kam zu einem der skurrilsten Gerichtsprozesse ever. Also holt euch einen Tee, entspannt euch schon mal, denn ihr werdet eure Nerven nachher noch brauchen. Hier kommt die wahre Geschichte über den 100.000 Euro Prozess und eine Masernverschwörung. Wir brauchen für diese Geschichte ein paar wissenschaftliche Basics, handeln wir die ganz kurz vorweg ab. Die Masern sind uns ja alle ein Begriff. Aber wie diese Infektionskrankheit wirklich aussieht, das wissen die meisten von uns gar nicht mehr, zum Glück, weil diese Krankheit eben so selten geworden ist. Die Krankheit fängt nicht mit diesem typischen roten Hautausschlag an, wofür die Masern bekannt sind. Die Anfangssymptome gleichen Grippesymptomen und werden daher oft fehlgedeutet. In diesen ersten 5 Tagen vor dem Ausschlag ist man aber bereits krank und hoch ansteckend. In Köln gab es letztes Jahr zum Beispiel einen Masernausbruch, der aber zum Glück noch dank Aufklärung und Impfungen rechtzeitig eingedämmt werden konnte. Die Folgen können lebensgefährlich sein. Manche können gar nicht aufstehen. Wir haben Patienten, junge Frauen, Männer gehabt, die hier eine Woche in Windeln gelegen haben, weil sie gar nicht aus dem Bett gekommen sind. Dann kann es zu einer schweren Gehirnentzündung kommen. Zwar einmal akut, direkt im Verlauf der Krankheit. Und manchmal, und das ist so ein bisschen unheimlich eigentlich, dauert das aber 7, 8 Jahre, bis die Hirnschäden dann auftreten. In dem Fall kann man nichts dagegen machen, das ist eigentlich immer tödlich. Diese 2 neuen Studien zeigen außerdem, wie die Masern auch das Immunsystem nachhaltig schädigen können. Immunamnesie ist das Stichwort. Also eine Art Gedächtnisschwund des Immunsystems. Also normalerweise bildet unser Immunsystem nach einer überstandenen Infektionskrankheit oder nach einer Impfung Antikörper, die sich an die Krankheitserreger erinnern und beim nächsten Mal angreifen. Durch eine Masernerkrankung kann jetzt das Immunsystem aber diese Erinnerungen verlieren. Und dadurch wären wir nicht nur anfälliger für Infektionskrankheiten, sondern auch das Sterblichkeitsrisiko steigt. Trotzdem gibt es Menschen, die Krankheiten wie die Masern verharmlosen. Ich hatte die auch als Kind, mir hat's nicht geschadet. Wenn das so ist, freut mich das für dich. Ernsthaft. Good for you. Und in jedem anderen Fall würde ich auch sagen, es ist euer Körper, macht mit dem, was ihr wollt. Aber gerade als werdende Mutter ist das besonders frustrierend, denn mein Baby kann nach der Geburt nicht sofort geimpft werden, dann ist es erstmal zu jung. Und es gibt zum Beispiel auch Menschen, die eine Immunkrankheit haben und nicht geimpft werden können. Und diese Menschen sind darauf angewiesen, dass wir geschützt sind, dass wir geimpft sind, dass eine Herdenimmunität besteht. Besonders gefährlich ist das jetzt, wenn Menschen die Masern nicht nur verharmlosen, sondern sogar Verschwörungstheorien verbreiten, dass die Masern gar keine Infektionskrankheit sind. Als ich ungefähr 4 Jahre lang Medizin studiert hatte, habe ich im Internet eine Webseite gefunden von einem Typen, der ist Biologe, promovierter Biologe, und der behauptet ganz ernsthaft, dass es Infektionserkrankungen gar nicht gibt. Also der sagt, Bakterien oder Viren, die führen nicht dazu, dass man erkrankt, sondern alle Erkrankungen kommen nur durch irgendwelche psychische Traumen. Unter germanische neue Medizin laufen solche Irrvorstellungen. Infektionskrankheiten? Die sind alle eine Erfindung der Pharmaindustrie, die nur will, dass wir sozusagen uns impfen und Medikamente spritzen, damit die daran Geld verdienen. Jetzt hat der Mann aber auf seiner Webseite 100.000 Euro dafür ausgeschrieben, dass man ihm eine wissenschaftliche Untersuchung zuschickt, die beweist, dass die Masern als Viren oder als Viruserkrankung existieren. Dann habe ich gedacht, dem zeige ich's. Ich will dem das beweisen und am besten will ich noch dieses Geld nehmen und es in Masernimpfungen investieren, um diese Impfgegner eben halt mal so richtig zu ärgern. Also ich wollte natürlich provozieren damit. Eigentlich hatte David nicht ernsthaft damit gerechnet, dass diese Auslobung von 100.000 Euro wirklich ernst gemeint war. Dann habe ich dem einen Brief geschrieben, habe geschrieben, hier auf dieser Webseite habe ich gelesen, dass sie 100.000 Euro anbieten für den Beweis der Existenz des Masernvirus. Stimmt das denn wirklich so?
Dann schreibt er mir wirklich zurück und unterschreibt auch noch, ja, ich zahle das Geld gerne aus, aber bei Ihren Recherchen werden Sie sehen, dass es dieses Masernvirus überhaupt gar nicht gibt. Also ging David recherchieren. Er brauchte ein paar Stunden, um 6 Studien rauszusuchen. Stern TV hat das dann mal ausgerechnet, dass ich einen Stundenlohn von ungefähr 20.000 Euro hatte. Und dann habe ich ihm diese Publikationen mit Einschreiben, Rückschein zugestellt, sodass er unterschreiben musste, dass er diese bekommen hatte. Ach so, okay, nicht per E-Mail, sondern so richtig? Nicht per E-Mail, ich habe das richtig offiziell gemacht. Und dann nach ungefähr einem Monat oder so habe ich ihm dann eine Mahnung geschrieben. Ich habe dann geschrieben, ich habe mein Konto beobachtet und die 100.000 Euro sind nicht angekommen. Ich habe ja Sie haben ja den Beweis bestellt, ich habe den Beweis geliefert. Wo ist das Geld? Aber der Masernleugner wollte diese 6 Studien schlicht und einfach nicht als Beweis akzeptieren. Dann habe ich gedacht, wer entscheidet eigentlich, ob ich das Geld jetzt bekomme oder nicht? Weil ich kann nicht eine Waschmaschine bestellen und dann sagen, ich bezahle dafür nicht. Ich habe mir das so anders überlegt oder die Waschmaschine ist eigentlich ein Trockner oder so. Dann habe ich gedacht, das muss doch jetzt irgendwie mal eine andere Stelle entscheiden, wer denn jetzt hier recht hat. Also zog David mit diesem Fall vor Gericht und zwar vor das Landgericht in Ravensburg. Und weil das ja nicht nur eine juristische Frage war, sondern auch eine wissenschaftliche, wurde von dem Gericht auch ein wissenschaftlicher Gutachter hinzugezogen, und zwar der Mikrobiologe Professor Andreas Podbielski. Der angeklagte Masernleugner fand es anscheinend nicht so gut, dass wissenschaftliche Expertise hinzugezogen wurde und versuchte sich zu wehren, indem er haufenweise andere Gutachter als befangen abgelehnt hat. Mhm. Und zwar sozusagen jegliche Virologen Deutschlands. Ich bin ja kein ausgewiesener Virologe, sondern ich bin eben halt allgemeiner Mikrobiologe, wobei sicherlich eben halt die Virologie auch zur Mikrobiologie mit dazugehört. Aber er sämtliche Virologen von vornherein schon mal abgelehnt hat, weil sie ja sozusagen schon in ihrem Namen die Existenz Virus sozusagen mit drin haben und damit a priori voreingenommen sind, weil sonst dürften sie sich ja gar nicht Virologen nennen. Ah, ja? Interessant. Also nur damit das klar ist, es ging hier nicht um eine grundlegende medizinische Frage, nämlich gibt es Masernviren oder nicht, denn die gibt es ja. Es ging in diesem Fall um die Frage, hat David mit seinen 6 Studien genügend Beweise dargelegt, um dieses Preisgeld von 100.000 Euro zu bekommen. Und Professor Podbielski kam zu dem Schluss, ja, hat er. In Ravensburg wurde dann das Urteil gefällt, dass ich diese 100.000 Euro bekommen soll, weil ich sie mir sozusagen verdient habe. Und der war natürlich extrem sauer, vor allen Dingen, weil da halt auch die Weltpresse im Prinzip drauf geschaut hat. Das war natürlich für die Presse ein gefundenes Fressen. Ein Impfgegner lobt 100.000 Euro aus und dann holt sie sich jemand auch noch ab und spendet die dann auch noch an Masernimpfungen. Aber Freunde der Sonne, bleibt sitzen, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der Masernleugner wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ging in Berufung. Der Fall ging also in die nächste Instanz. Wir sind dann nochmal zu einer Gerichtsverhandlung vom Oberlandesgericht in Stuttgart. Und dort wurde dann anders entschieden. Und Freunde, passt auf, das ist jetzt kein Witz. Ich hatte 6 Studien eingeschickt, er hatte aber geschrieben, dass er eine Publikation haben möchte. Und da in der Auslobung von nur einer Studie die Rede war, David aber 6 Studien hatte, die nur in ihrer Gesamtheit die Existenz des Masernvirus bewiesen, hatte er aus rein formellen Gründen keinen Anspruch auf die 100.000 Euro Preisgeld. Der Impfgegner bekam also tatsächlich Recht vor Gericht. Aber eben halt wirklich nur aufgrund dieser Semantik, ja, dass er eben halt einen Artikel haben wollte, er aber 6 bekommen hat. Mhm. Und auch das Landgericht explizit in seinem Urteil gesagt hat, dass also dieses Urteil nicht darüber urteilt, ob es Masernvirus gibt oder nicht. Und das Oberlandesgericht hat es dann nochmal explizit gesagt, dieses Urteil geht nur um diese Semantik, es geht nicht um die Existenz des Masernvirus. Ja. Ich habe mich unglaublich über die Juristen aufgeregt. Ich fand, das war wirklich ein komisches Urteil, weil ich es einfach nicht verstehe. Also in diesem Fall ist es aus wissenschaftlicher Sicht ohnehin unglaublich schwer, irgendetwas mit nur einer Studie zu beweisen. Also wenn ihr jetzt schon länger MyLab schaut, dann wisst ihr ja auch, dass Forschung Sammeln von Puzzleteilen ist und dass eine Studie alleine selten irgendetwas Grundlegendes beweisen kann, sondern es sind Puzzleteile, die zusammenpassen müssen, verschiedene Experimente, die in sich konsistent sein müssen, um dann ein Gesamtbild zu ergeben. David versuchte daraufhin, den Fall vor den Bundesgerichtshof zu bringen. Und der Bundesgerichtshof hat das dann nicht weiter verhandeln wollen. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was seitdem passiert ist, ne?
Der Masernleugner und seine Anhänger verbreiten seitdem die Falschinfos, dass das Oberlandesgericht in Stuttgart und der Bundesgerichtshof beide bestätigt hätten, dass es keine Masernviren gibt. Was natürlich schlicht und einfach gelogen ist. Und hinzu kommt, dass er wirklich die Dreistigkeit gehabt hat und gemeint hat, auch mein Gutachten belegt ja, dass es ein Masernvirus nicht gäbe. Ja? Und ich hatte dann nochmal Kontakt mit dem Richter aus dem Landgericht in Ravensburg und habe ihn gefragt, ob ich den Lanker anzeigen soll, ja, weil er wegen Verleumdung wirklich eben halt einmal das Wort im Mund rumdreht, das schriftlich tut und eben halt deutschlandweit verbreitet. Und da hat der Richter damals noch gemeint, tun Sie es nicht, der kriegt damit nur die Aufmerksamkeit, die er eigentlich haben will. Was meinst du, was ihm das Ganze gebracht hat? Der ganze Trubel. Ja gut, das ist natürlich ein extrem eitler Mensch, der sehr gerne Aufmerksamkeit wollte. Und das ist ja jemand, der sein Geld verdient mit Büchern. Bücher wie diese hier, Impfen, Völkermord im dritten Jahrtausend oder Impfen und AIDS, der neue Holocaust. Das ist ganz typisch für Verschwörungstheoretiker. Also achtet mal drauf, die Aussagen sind immer so extrem, so radikal, so empörend, dass die meisten Menschen davon zwar nicht angesprochen werden, weil die meisten Menschen zum Glück vernünftig skeptisch genug sind, aber diejenigen, die sie damit erreichen, das sind dann ganz anfällige, ganz verletzliche Personen. Das sind dann zum Beispiel Menschen, die selbst eine schwere Krankheit haben oder jemanden in der Familie haben, der krank ist, die vom medizinischen System enttäuscht sind und jetzt ganz verzweifelt nach Antworten suchen. Und dabei wird leider nicht nur Angst, sondern auch Hass geschürt. David wurde so massiv bedroht und auch seine Familie, dass er heute, Jahre später, immer noch nur mit Personenschutz in die Öffentlichkeit geht. Du würdest das jetzt so nochmal machen, im Nachhinein? Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich denke, dass ich mich wirklich, also es geht gegen meine Natur und gegen meine Persönlichkeit, mich da nicht dagegen zu stemmen, wenn jemand so einen Unsinn behauptet und damit auch noch die Gesundheit von Leuten und von Kindern in Gefahr bringt. Das ist doch nicht normal. Also ich reg mich da so fürchterlich drüber auf. Also ich lasse das so nicht stehen. Ich kann David einerseits nur zu gut nachvollziehen. Andererseits sehe ich das Ganze auch wieder ein bisschen anders. Vielleicht, weil ich schon so lange YouTube mache und über so viele Verschwörungstheorien gestolpert bin, die letztendlich alle eine ähnliche Taktik fahren. Die Verschwörungstheoretiker sind meistens super provokativ, konfrontativ. Sie fordern Wissenschaftler heraus, in der Öffentlichkeit sich ihnen zu stellen. Wenn sie dann ignoriert werden, dann sagen sie natürlich, seht ihr, keiner traut sich mir zu widersprechen, habe ich es euch doch gesagt. Andererseits, wenn man dann auf sie zugeht, dann akzeptieren sie natürlich sowas wie Wissenschaft nicht als Beweis. So ein Quatsch, das kann ja jeder behaupten. Und das finde ich besonders gefährlich, denn wenn jetzt ein Laie da zuschaut, dann steht für den im Zweifel Aussage gegen Aussage. Denn es hat ja nicht jeder die Zeit oder die wissenschaftliche Ausbildung, um sich sämtliche Studien im Detail durchzulesen oder seitenlange Gutachten. Das, was ich erreicht habe, das war im Prinzip, dass ich auf die Masernimpfungen und auf die Masern als Erkrankung aufmerksam gemacht habe. Ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, um quasi für Impfungen zu werben, sozusagen. Und ich habe auch irgendwo signalisiert, hey Leute, was ihr hier im Netz treibt, seid da mal schön vorsichtig und ihr könnt nicht jeden Mist behaupten, ohne dass euch jemand widerspricht und dass das auch Konsequenzen haben kann. Für mich persönlich ist dieser Fall dennoch ein Warnbeispiel dafür, dass man mit Vernunft bei Verschwörungstheoretikern nicht gewinnen kann. Also am Ende sind nur sie es, die Aufmerksamkeit gewinnen und wenn es richtig blöd läuft, sogar Gerichtsprozesse. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, das sagt David übrigens auch, gerade diese ganzen extremen radikalen Stimmen im Netz sind meistens nur eine sehr kleine Minderheit, die einfach nur sehr laut schreit und deswegen nicht unseren Diskurs bestimmen sollte. Also der Anteil der radikalen Impfgegner in Deutschland beläuft sich auf einen niedrigen, einstelligen Prozentsatz. Die meisten Menschen, die nicht richtig geimpft sind, sind es, weil sie es vergessen haben, weil sie nicht wissen, wo ihr Impfpass ist, weil sie nicht wissen, ob der noch up-to-date ist. Und fühlt ihr euch angesprochen? Also an alle Leute, die hier zuschauen, ich kann euch wirklich empfehlen, geht mit euren Impfpässen zum Arzt und fragt einfach mal nach, ob ihr alle Impfungen bekommen habt. Und lasst euch nachimpfen, wenn sich irgendwie zeigt, dass euch noch eine Masernimpfung zum Beispiel fehlt. Weil es ist super wichtig, nicht nur für eure eigene Gesundheit, ihr schützt euch ja damit gegen ganz gefährliche Erkrankungen, sondern auch,
um die Gesellschaft zu schützen, um eure Mitmenschen zu schützen, Babys zu schützen, die zu jung sind, um geimpft zu werden, kranke Leute zu schützen, die auch keine Impfung erhalten können oder die ein schlechtes Immunsystem haben. Also geht einfach zum Arzt mit eurem Impfbuch und fragt einfach mal nach, ob ihr wirklich alle Impfungen habt oder nicht. Kann ich nur unterstreichen, und wenn ihr möchtet, teilt dieses Video bitte gerne. Ich fände es wichtig, wenn möglichst viele Menschen von dieser Geschichte erfahren würden. Wir sehen uns bald und bis dahin bleibt sicher.